Man weiß ja, dass sie nicht immer die besten Manieren an den Tag legen, wenn es um das Erreichen ihrer Ziele geht. Ja, Bruder, er ist doch ein Bettler, Bruder. Aber was bist du denn? Du bist doch ein Mensch. Ja, egal, wenn er sagt, Bettler ist doch nicht schlimm. Du und dein Bruder, ihr habt doch Millionen gemacht in der 24 Stunden live. Der arrogante Bate ist der größte Kalb. Er ist der größte Fitner-G. Der größte Fitner-G, den es gibt. Die Frage ist, wohnst du da ganz oben oder Mitte? Guck mal, ich bin krank. Ich bin müde. Ich bin jetzt extra aus Berlin. So, guck, Bruder. Ist das deine Haustür? Ich kann jetzt auch für euch rausgehen auf den Balkon und meine Haustür, also beziehungsweise die Farbe von meiner Hauswand zeigen. Wollt ihr sehen kurz? Und da bin ich wieder. Ich habe euch gesagt, ich komme. Ich komme wieder zurück. Ich habe euch vernachlässigt ein paar Tage, aber ich glaube, das waren höchstens 2 Tage sogar. Trotzdem haben die Leute gesagt, boah, du hast nachgelassen. Bro, da siehst du mal, wenn du jeden Tag Videos lieferst, jeden Tag, manchmal sogar 2 Videos am Tag und mal 2 Tage nicht da bist, dann schon schreiben die Leute, abgekackt. Und das ist schon heftig. Aber egal, ich habe euch gesagt, ich komme zurück, ich hole wieder auf. Das ist wie ein Marathonlauf. Ich bin jetzt ein bisschen hinten, aber ich renne wieder. Ich komme vor. Wir schaffen das zusammen. Genug geredet. Ich hoffe, jeder wie üblich hat sein Essen auf dem Tisch. Ich habe hier so ein bisschen M&M's. Darf mal ab und zu sündigen. Muss auch mal sein. Hier übrigens das beste Wasser der Welt. Immer schön aus der Glasflasche. Black Forest ist wirklich ein krasses, krasses Wasser. Ohne Schleichwerbung hier. Ich habe einiges am Start. Ich hoffe, wie gesagt, lasst es euch schmecken. Let's go in a window. Wir fangen erstmal mit dieser Dame hier an. Ganz, ganz interessant. Passt auf. Also in dem Fall wäre ich jetzt auch voll sauer. Apuchaka-Brüder sind ein Begriff. Original ist das fair. Man weiß ja, dass sie nicht immer die besten Manieren an den Tag legen, wenn es um das Erreichen ihrer Ziele geht. In diesem Fall ist aber das Strafmaß aber sehr hoch. Momo und Yasser hatten wohl angeblich einen Arzt etwas ruppiger aufgefordert, einen Attest zu schreiben. Es ging um Durchfall. Mit dem Attest haben sie sich so gesehen vor einem Prozess gedrückt. Aber 9.100 Euro Strafe und 16.500 Euro Strafe für einen Attest. Jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es ja Leute, die teilweise andere, die bekommen nicht so viel. Ist das gerecht? Was denkt ihr darüber? Naja, okay, das ist jetzt übertrieben, aber es ist halt so. Wenn du den Staat flackst, dann kriegst du die höchste Strafe, die es gibt. Oder halt die größte, eine fette Summe, ne, als Strafe. Guck mal, ich hatte Beamten in meinem Video, die 20, 30 Meter weiter entfernt waren. Und das war zu Corona-Zeit. Die hatten einfach so Masken auf. Man hat nur so die in ihre Augen gesehen. Ich hatte einen Fallobst als Anwalt. Wir sind vor Gericht gegangen. Ich weiß noch, ich Idiot, hab noch vergessen, ich hatte die Outlaw-Jacke an. Und das ist keinem aufgefallen. Keinem Richter, niemanden. Ich hatte einfach eine Outlaw-Jacke an. Und ich habe einfach, weil man die Beamten in meinem Video gesehen hat, haben sie gesagt, der Anwalt hat es angeblich geklärt. Statt 8.000 Euro musste ich 4.000 Euro spenden. Und dann wurde es eingestellt. 4.000 Euro habe ich bezahlt, dass man 2 Beamte gesehen hat, irgendwo im Hintergrund. Also das müsst ihr euch mal geben. Und das, was Yasser Abu-Chaka hier gemacht hat, mit seinem Bruder ist ja nochmal... Aber ich sag mal so, ne, das, was ihm hier passiert ist, ist einfach... Er ist live gegangen, hat erzählt, dass er Durchfall von Vitamin 114 bekommen hat. Er hat ihm wirklich Unrecht getan und Gott ist groß. Jetzt hat er einfach in der Öffentlichkeit, bis in die Medien muss er Strafe zahlen wegen Dünnschiss. Ey, jetzt mal ohne Spaß, wie viele Familien kennt ihr, die einfach zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen, nicht arbeiten zu gehen? Es gibt so viele, Full House. Die Leute stehen statt beim Arbeitsamt nur noch bei ihren Hausärzten und holen sich da Krankmeldungen. Und die Ärzte sind so geil, machen das Ganze mit. Du, die mit krasser Ansage an Papa Kralle und seinen Bruder Nebel. Guck mal, ich liebe ja, welcher Mensch liebt kein Geld? Ich liebe ja auch Geld, sonst wären wir alle nicht hier auf TikTok, wollen wir mal ehrlich sein. Und wollen wir mal auch das Kind beim Namen nennen. Aber ich gehe nicht über Leichen, was Geld betrifft. Und ein Kralle und sein Bruder gehen über Leichen. Ich habe immer so ein bisschen, mich ein bisschen recherchiert, was Kralle überhaupt gemacht hat, warum er so irgendwie 100 Jahre Knast in der Türkei bekommen hat. Und Wallah, Kralle, weißt du, wenn ich du wäre, Wallah, ich mein's ernst. Versuch irgendwie nach Saudi-Arabien zu gehen, das ist ein islamischer Tipp. Ja. Versuch irgendwie nach Saudi-Arabien zu gehen. Mach Umrah, mach Hajj und bitte Allah um Verzeihung. Das, was du gemacht hast und was du sehr vielen Menschen angetan hast. Diese alten Rentner oder normale Familien. Ich habe gerade Angst wegen diesem Copyright.
Auf jeden Fall will ich euch nur sagen, gleich geht's weiter, direkt danach, dass er mit Kralles Bruder live ist, mit Nebel. Die jahrelang Geld gespart haben, die jahrelang geschuftet haben, da kommt ein Kralle um die Ecke und verarscht und nimmt das ganze Geld. Warum? Damit es ihnen besser geht in Türkei. Es könnte meine Mutter sein, es könnte eure Mutter sein, es könnte meine Oma sein, eure Oma. Guck mal, ich liebe... Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ich habe meine Frage an dich, ja? Ja, bitte. Lass mich ausreden, weil du lässt gerne Leute nicht ausreden. Lass mich ausreden, danach lass ich dich ausreden, okay? Geht klar? Bitteschön. Du weißt, ich verstehe viel Spaß und so weiter und so fort und wir beide haben ja eigentlich gar nichts. Dings wird reinkommen, ich hol keinen rein, ja? Keiner holt keinen rein. Ja, okay. Du weißt, ich verstehe viel Spaß, du kennst meinen Humor und so weiter und so fort. Ja. Aber seit Tagen erwähnst du mich weiterhin schlecht, ja? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, du redest gestern über Palästinenser, ja? Du weißt schon, dieses Thema ist ein sehr, sehr allergisches Thema. Das betrifft nicht nur Palästinenser, was du gesagt hast, geht kämpfen in Palästin, das betrifft den ganzen Islam. Das weißt du schon, ne? Das wollte ich gerade loswerden. Okay, warum kann ich dir antworten? Warum machst du sowas? Warum kann ich dir antworten? Mach doch da. Okay. Du sagst, du erwähnst mich die ganze Zeit, ne? Ja. Okay. Weißt du, warum ich dich erwähne, Dudi? Warum denn? Weil du angefangen hast, mit uns zu erwähnen, Habibi. Und ich habe die ganze Zeit darüber gelacht. Oder? Ja. Mein Streit ist doch nicht mit dir, oder? Aber du weißt doch ganz genau, dass ich... Ja, nee. Hör mir zu, Bruder. Ja, erzähl. Habe ich meine Cousins eingemischt in diese Sache? Nein. Ich rede mit dir sachlich, ohne Dings. Und dann, ich erkläre dir alles und dann kannst du reden. Habe ich jemanden angerufen? Habe ich einmal, wo es um die Sache geht, habe ich über jemanden geredet? Ich bin mit denen und ich bin mit denen. Ich bin immer alleine, oder? Okay. Ja. Okay? Mhm. Habe ich... Ja, ne, dann kommst du zu mir. Ich habe dich erwähnt, weil du gesagt hast... Wallah, Nabil und Kralle, ich habe die ganze Zeit gelacht darüber, weil die Leute Fitna machen, ich habe die ganze Zeit gelacht. Okay? Okay. Deswegen habe ich dich erwähnt. Okay, tamam, dann vergiss mal jetzt dieses Thema um mich. Tamam? Okay. Tamam, das haben wir jetzt vergessen. Okay. Was, du sagst gestern, wegen Yasser, ja. Es geht jetzt gar nicht mehr um Yasser. Okay. Du hast ja gesagt, du weißt ja, was du gesagt hast. Geht, kämpft für Palästin. Hast du es nicht gesagt? Ja, habe ich gesagt. Warum sagt man sowas? Ich sag dir jetzt, warum. Warum? Weil, erinnerst du dich noch einmal, wo er mir zu mir im Live gesagt hat, wir Palästinenser haben gezeigt der ganzen Welt, was Ehre, Stolz und Dings ist? Ich habe ihm gesagt, Kai, sind wir alle ehrenlos und nur ihr ehrenvoll? Dann geh kämpfen in dein Land und bettel nicht auf TikTok. Ist so oder nicht? Jene, ihr seid ehrenvoll? Bruder, Palästin ist für jeden Muslim. Hör mir zu, was ich dir sagen will. Ich erkläre dir das. Aber jeder Mann... Sein Stolz, sein Namus, sein Scharaf ist ihm das Wichtigste. Seine Religion als erstes und das ist für uns natürlich, Palästin ist für uns alle, für jeden Muslim, ja? Ja. Aber wenn ich zu dir sage, wir aus Mardin haben den Leuten gezeigt, wie Mardellis, haben zu den Leuten gezeigt, was Ehre, Scharaf und Scharaf, wie können, denn denkst du bist ein ehrenloser Mensch und nur wir sind ehrenvoll, oder? Ich habe gesagt, anstatt zu sagen, wir aus Palästin, wir sind ehrenvoll, die Leute, die da kämpfen, sind ehrenvoll, aber du nicht. Weil du redest nur hier, dann geh kämpfen in dein Land. Jedes Mal, wenn die sich so unterhalten, es bleibt nie normal, bis jetzt ist es sachlich. Weil jedes Mal ist es so, dass es eskaliert, Digga, wenn die sich unterhalten. Jedes Mal. Weißt du warum? Hör mir zu, guck mal, ich will dir nur was sagen. Aber ich will dir meine Sache sagen. Ja, bitte. Yasser hat die Leute dort gemeint. Oder nein, er meint ganz Palästin jetzt. Bruder, hör mir zu. Ich sage dir, ich... أنا نحن بجانا أكثر من كل قلبنا علينا، أوكي؟ أوكي. يعني لا تفكر أنك wir sind auch jeden Tag am beten والحمد لله Bruder, wir sind mit denen. Aber ich sage dir, bei uns in Türkei war 2016 ein Putsch. Ja. Okay? Okay. Was haben wir gemacht? Meine Familie, meine Brüder waren 24/7 an der Front, Bruder, weil dann gibt's sowas nicht. Dass wir reden, Palästin und so. Mach, Bruder, aber sag nicht, wir sind die Ehrenvollsten. Weil wir sehen uns auch als ehrenvoll. Also hast du dich damit angesprochen gefühlt, dass er euch nicht meint, Jani? Hast du dich damit angesprochen gefühlt? Bruder, wenn ich sage jetzt zu dir, hör mir zu, wenn ich jetzt zu dir sage, Dudi, wir Mardellis haben der ganzen Welt gezeigt, den ganzen Leuten, wir sind ehrenvoll, Jani, wir sind die Ehrenvollsten und wir haben gezeigt, was Ehre ist und so. Jani, die anderen sind ehrenvoll. Ich will dir nur eine Sache sagen, hätte er zu mir gesagt,
Wallah, ich hätte Ihnen das unterstrichen. Wir Palästinenser wurden von den ganzen muslimischen Brüdern im Stich gelassen. Ich hätte Ihnen gesagt, Stempel für dich, du hast recht. Weil die ganzen muslimischen Länder haben sich noch nie richtig für Palästina eingesetzt. Okay? Okay. Aber diese Geschichte ist ja vergangen. Diese Geschichte ist ja vergangen. Das weiß ich zum Beispiel nicht, dass er sowas gesagt hat. Ich weiß oder nicht. Hat er gesagt? Ich kann dir sogar den Ausschnitt zeigen. Aber ist schon ein bisschen her, oder nicht? Das ist schon ein bisschen her, aber das ist bei den Leuten, bei mir auch im Herzen geblieben. Das ist auch ein Grund für mich, Bruder. Weil ich kann nicht zusehen, ich mache Stichel gegen dich, aber wallahi, ich habe nichts gegen dich. Okay, aber kannst du aber auch diese Sticheleien sein lassen? Ich habe bis heute, du weißt auch... Aber du hast dich als erstes eingemischt, mein Bruder, wallah. Aber guck mal, ja. Ich fühle mich verpflichtet, weil erst mein großer Bruder mich einzumischt. Du redest die ganze Zeit ohne Grund über ihn. Ja, dann hole ich auch meine Brüder, die sollen sich auch verpflichtet fühlen, Bruder. Und dann machen wir mal ohne Krieg. Grund. Du sagst die ganze Zeit, er ist ein Bettler, Bruder, was machst du denn den ganzen Tag? Du bist vom Morgen bis abends live. Ja, Bruder, er ist doch ein Bettler, Bruder. Aber was bist du denn? Du bist doch vom Morgen bis abends. Ja, egal, wenn er mir sagt, Bettler ist doch nicht schlimm. Du und dein Bruder, ihr habt doch Millionen gemacht, ihr seid 24 Stunden live. Ist doch egal, ich bin 25 Stunden sogar live. Was? Ich hab doch selber mit dir gematcht die ganze Zeit. Du bist doch selber ein Bettler. Kein Problem, hab ich dir was gesagt? Ach so, Janik, bezeichnest du dich auch als Bettler? Kein Problem, sag mir, du bist ein Bettler. Du bist auch ein Bettler, du bist der größte Bettler. Ich kann mal machen, kein Problem. Wow, bleibt Nebil wirklich so ruhig gerade? Nee, er nimmt das mit Humor. Krass, ich hätte jetzt gedacht, der geht jetzt richtig auf ihn ab. Way yo. Dalla Dudi, ich sage dir was. Ich sage dir. Wallah, heib alle, Bruder. Heib alle, dass er mir sagt, du hast 30 Gesichter. Ich habe die ganze Zeit mit ihm gelacht, wallahi. Er soll nicht so tun, als er scheint. Dann ruft der arrogante Pate an, geh nicht mehr mit Nabil. Der arrogante Pate ist der größte Kalb. Er ist der größte Fitna-G. Der größte Fitna-G, den es gibt. Sein eigener Bruder sagt zu mir, Matat Atamau, sein eigener Bruder. Boah, er schießt einfach gegen Arrogante, Digga. Wenn Arrogante das sieht, flippt er aus. Ey, was willst du von arrogante Partner, dass arrogante Partner überhaupt ihn einmischt, dass ihr euch von ihm... Ich habe ihn nicht eingemischt. Jetzt sind wir mal gespannt, was heute Nacht alles passieren wird, weil da passiert jeden Tag irgendwas. Ich bin unterwegs und zeichne das Ganze für euch natürlich auf. Und wir machen weiter. Russland bei Vitamin 114. Ihr wisst doch noch, dass Vitamin 114 ein Video gemacht und gesagt hat, wenn du vor meiner Haustüre gewesen wärst, du wirst hier nicht mehr weggekommen. Du wärst nur noch ins Krankenhaus gekommen. Jetzt zeige ich euch diesen Clip, wo Russland live war und wo Vitamins Haustür steht. Und bei ihm klingelt und das alles im Live. Passt auf. Und Vitamin noch anruft. Jetzt ist die Frage, jetzt sind wir bei X-Faktor. Können Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Wir gucken jetzt mal, ob das gelogen oder wahr ist. Let's go in the window. Ich habe jetzt Vitamin... Dreimal angerufen, doch er geht nicht ans Telefon. Guck mal, Vitamin, ich habe dir gestern im Live gesagt und das sage ich jetzt auch vor deiner Haustür hier, ja? Die Frage ist, wohnst du da ganz oben oder Mitte? Guck mal, ich bin krank, ich bin müde, ich bin jetzt extra aus Berlin nach Stuttgart gefahren. Jetzt bin ich vor deiner Haustür, ich habe dich jetzt dreimal angerufen, du gehst nicht ran, du hörst aber meine Sprachnachrichten. Jetzt ich, Ruslan, der wahre Mann mit seinen 20 Jahren, ist aus Berlin hier nach Esslingen neben Stuttgart gekommen und stehe jetzt vor deiner Haustür. Jetzt versuch mal. Der wahre Mann mit seinen 20 Jahren ist vor deiner Haustür gekommen, Vitamin. Jetzt versuch mal rauszukommen und mich nochmal zu beleidigen als Köpek, als Schischko. Ich habe dich nicht mal einmal beleidigt, Vitamin. Jetzt komm mal raus, ich bin vor deiner Haustür. Hier. So, ich guck mal kurz seine Klingel. Ich klingel mal jetzt bei seinen Klingeln. Guck mal, ob er mal jetzt rauskommt. Weil ich lasse nicht zu, dass irgendwelche Leute mit so einem Bärten, zu denen ich immer korrekt war, keine Ahnung, mich beleidigen. Ich habe mich nicht mal einmal beleidigt. Nur weil ich mit Arben live war, hast du gedacht, ich bin irgendein Vollidiot, so wie er. Und habe was gegen den Honig, gegen dich was. Ich habe gegen dich gar nichts. Aber da du mich gestern beleidigt hast, bin ich jetzt hier. So, ich bin jetzt vor deiner Haustür. Ich guck mal, wie ich jetzt hier reinkomme und bei dir klingel. Weil ich habe dich jetzt dreimal angerufen. Du gehst ja nicht ran ans Telefon. Und wenn man dir Sprachnachrichten schickt, hörst du die ja an und gibst keine Antwort. Weil ich mit meinen 20 Jahren und meine Freunde hier im Auto, ja, hier im schwarzen Bus, sind jetzt hier. Bruder, was ist das für ein Bus? Wallah, sogar ich krieg Angst.
Was ist das? Organmafia unterwegs oder was? Was ist das für ein schwarzer Bus? Nein, er zeigt, ich bin hier nicht alleine. Meine Jungs sind hier in diesem schwarzen Bus. Wir werfen dich da rein und so. Oh, heftig. Ich finde das so krass. Also heutzutage unsere vorbildlichen Moslems. Heftig. Also ich finde, die klären das sehr gut. Die fahren zueinander vor die Haustüren, wo Kinder existieren. Und dann gibt's Stress. Heftig. Keiner wird dir was antun. Ich bin hergekommen, alleine aus Berlin, um mit dir zu reden, vor deiner Haustür. Ja? Und jetzt gucken wir mal, ob der Vitamin auch die Eier hat, rauszukommen. Weil ich mit meinen 20 Jahren mehr Eier habe als er. So, gucken wir mal, warum er jetzt hier klingelt. So, zack. Gucken wir mal, ob er jetzt mal rangeht. Dritte Mal schon heute. Verstehe ich nicht. Alter, ich muss kurz mal anrufen. Und so weiter und so fort. Steht er da, ruft ihn an, er geht nicht ans Telefon. Er hat auf jeden Fall gesagt, er war vor seiner Haustür und Vitamin 114 ist nicht rausgekommen. Also in Amerika ist es so, wie ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn jemand dein Grundstück betritt und du ihn, ihr wisst schon, dann ist das keine Strafe. So habe ich das mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist oder ob es überhaupt so war. Ich habe das mal so mitbekommen. Aber ich glaube, dass allgemein, wenn jemand bei dir einbricht oder jemand bei dir reinkommt, dann darfst du dich schon dagegen wehren. Und wie ist auch die Frage? Also jeder macht es ein bisschen anders da. Keine Ahnung. Also wenn du so hier, keine Ahnung, vor der Tür irgendwelche Pitbulls hast und jemand reinkommt, dann ist es natürlich, naja, auf eigene Gefahr, ne? Hier, passt auf. Wo ist das? Genau. Da ist das Kommentar, was mir aufgefallen ist. Das ist das Tempelhof. Ja, in Berlin. Da schreibt jemand, Russland ist irgendwo in Berlin da hingefahren und hat so getan, als wäre er vor Vitamins Haus oder vor Vitamins Gebäude. Ich weiß es nicht. Ich würde zu gerne wissen, ob das auch das Haus von Vitamin ist, ob Vitamin das selbst gesehen hat. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir rufen jetzt Vitamin 114 an. Und ich zeige ihm jetzt genau diese Szene mit euch zusammen und wir fragen ihn jetzt, ob das auch wirklich sein Gebäude ist. Weil er hat ja gesagt, dass das nicht sein, warte, ich mach mal so. Moment. Es kann sein, dass er sogar gerade live ist, ich weiß es nicht. Ich schau mal ganz kurz nach, ob er live ist. Oh ja, er ist live. Er ist live. Inshallah. Ich tu doch ganze Zeit euch geben, ich sag doch ganze Zeit euch Nasihat, ich tu doch ganze Zeit Geschichten erzählen. Okay, Leute, ganz kurz, ich komm gleich, da ist was Wichtiges. Okay, ruf nochmal an, Bamki. Okay, ihr habt gehört, ich hab's geschafft. Wir rufen ihn jetzt an und fragen Vitamin 114, ob das auch wirklich seine Haustüre sind. Salamu alaikum. Ich halte dich mal so ein bisschen ans Mikrofon, damit die Leute dich auch hören. Guck mal. Wir sind gerade bei einer Reaction und wir haben nur eine Frage, dann kannst du wieder live machen. Ja, Bruder, barakallahu fik. Passt auf, Leute. Ich drehe jetzt die Kamera für ihn um. Ich hoffe, ihr hört ihn trotzdem. Wenn nicht, mache ich es lauter. Ich bin jetzt erstmal leise. So, guck, Bruder. Ist das deine Haustür? Nein. Ja, an und gibt's keine Antwort, weil ich mit meinen 20 Jahren... So, warte. Jetzt bitte, was? Das ist Tempelhof. Ich komme aus Esslingen. In Esslingen ist im Zweiten Weltkrieg keine einzige Bombe gefallen. In Esslingen gibt es keine Backsteinhäuser, gibt es nur Altbau, keine Fachwerkhäuser. Weil in Deutschland, Norddeutschland wurde alles zerbombt, aber in Esslingen wurde nichts zerbombt im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, hier in Esslingen haben wir sehr viele Fachwerkhäuser. Ich kann jetzt auch für euch rausgehen auf den Balkon und meine Haustür, also beziehungsweise die Farbe von meiner Hauswand zeigen. Wollt ihr sehen kurz? Ist nicht dieselbe Farbe wie da? Nein, soll ich euch kurz zeigen? Gerne. Okay, eine Sekunde, damit wir das ein für alle Mal geklärt haben. Weil wenn der Junge vor meine Haustür gekommen wäre, ich wäre sehr ehrenlos
wenn ich nicht meine Haustüre verteidigt hätte. Ich sage euch, er könnte nicht nach Hause fahren. Weil man muss seine Haustüre verteidigen. Wer seine Haustüre nicht verteidigen kann, der ist für mich kein Mann. 100%. Eine Sekunde. Guck mal, meine Hauswand ist orange. Siehst du, orange. Oh ja. Komplett orange. Und mein Hausdach ist spitz und nicht eckig. Siehst du? Ja. Okay. Ich habe ein spitzes Hausdach. Okay, nur das wollten wir hören. Ja. Er ist ein Lügner. Und er hat sein Gesicht verloren. Ich weiß auch, warum er das macht. Er macht das, weil er jetzt Promo braucht für seinen nächsten Kampf. Und auf meinen Nacken will er Promo machen. Wenn ich ihn irgendwann mal begegne, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Ich werde wahrscheinlich werde ich nicht gut zu sprechen sein mit ihm. Und ich habe diesem Jungen, ich kann euch Screenshots auch zeigen, ich kann ihm auch schicken, ich habe ihm 2 Vitamine geschenkt. Dann hat er mich nochmal angebettelt, einen Monat später. Bitte schick mir nochmal 3 Stück. Du hast Harun auch 3 Stück geschickt. Also habe ich ihm nochmal 3 Stück geschickt. Dann wollte er nochmal unbedingt, dann habe ich ihm nochmal geschickt. Ja, ich habe immer wieder umsonst Vitamin geschickt. Und der Dank dafür war, dass er irgendwann gesagt hat, ich habe davon Husten bekommen. Nachdem er ein paar Tage lang mit ein paar Leuten live geht, sagt er, ich weiß nicht, ob das an dem Honig liegt, aber ich habe jetzt Husten bekommen. Du nimmst das seit 4 Monaten und der Nächste sagt, ich habe von deinem Honig Autounfall gehabt. Ey, Bruder, meine Kamera kühlt gerade runter. Sag schon mal den Leuten auf Wiedersehen. Möge Allah Vater mit euch zufrieden sein. Wenn ihr noch nicht Vitamin 114 bestellt habt, gönnt euch einmal Vitamin 114. Das ist die beste Qualität Honig, beste Gewürz. Danke, dass du angerufen hast, Habibi. Ihr habt Vitamin gehört. Mal gucken, ob Russland auch ein Statement dazu abgeben wird, was Russland dazu sagt. Ob das stimmt oder ob das wirklich vor seiner Haustür war. Ob er Beweise hat, dass das vor seiner Haustür war. Schauen wir mal. Spätestens dann, wenn Russland auch ein Statement abgibt. Oder die beiden vielleicht zusammen live gehen. Das wäre interessant. Ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit was Interessantem. Kürt Iboklambos von Europa lehnt Reportage mit Bild und RTL exklusiv ab. Also jetzt bin ich gespannt. Alles gut, Fernsehen, Bruder, Bildzeitung, Bruder. Die wollten mit mir eine Reportage machen, habe ich nein gesagt. Keine Zeit für sowas. Bruder, ich möchte nicht in diese... Ich meinte, ihr könnt gehen und mit Clans Reportage machen, aber nicht mit mir. Ich bin der Clan-Boss. Mit Clan-Boss kann man keine Reportage machen. Kannst mit Clan-Reportage machen, Zitatende. Allah, ich habe gesehen, er ist in Maybach und so unterwegs. Kürt Ibo, bei ihm läuft böse. Aber Fakt ist, dass dieser Typ hier, der jetzt kommt, die Stadt von Magomed gefahren ist, um Magomed zu packen. Er steht irgendwo am Bahnhof. Normalerweise erzählt dieser Typ hier und da, dass er Einreiseverbot in jede Stadt hat. Ja, vor allem, keine Ahnung. Und jetzt steht er da am Bahnhof und sagt, komm, wenn du ein Mann bist. Und ich denke, ein Altersunterschied von 20 Jahren ist mindestens drin, passt auf. Magomed, ich bin in deiner Stadt, siehst du? Bahnhof. Siehst du, wo bin ich? In deiner Stadt bin ich. Okay? Komm hier, halbe Stunde bleibe ich hier. Komm hier und sag mir ins Gesicht, dass ich dich gesehen habe und weggegangen. Okay? Und sagst du vor meinem Gesicht, Wallah, diese Wallah, ne? Oder Allah hat gewischt, ja, Kelb. Kommst du eine halbe Stunde? Ich bleibe halbe Stunde hier. Und deine Adresse habe ich auch. Okay? Ich weiß, wo du wohnst. Aber du wohnst mit Familie. Familie auf meinem Kopf. Komm hier, beweg deinen Hintern. Und ich schwöre dir, ich schick dich ohne Hose nach Hause. Komm. Er sagt einfach, ich schick dich ohne Unterhose nach Hause. Khaledi ist schon krass, ne? Khaledi ist so einer, wie ich mitbekommen habe. Mittags ist er so voll der gechillte Typ. Ja, ist so live und macht so ein bisschen, keine Ahnung, unterhält sich mit Leuten. Ist so ganz sachlich. Und abends ist er dann auf einmal ein anderer Charakter. Er sitzt dann da, beleidigt jeden, macht jedem eine Ansage. Ja, da haben schon alle mit drin gesteckt, sogar ich. Und es liegt einfach nur daran, dieser Typ, der trinkt sich abends Mut an. Und dann geht er auf Leute ab. Und das ist so seine Schwachstelle. Und deswegen sagt man bei uns, gibst du der Katze einen Schluck Raki, dann ruft die Katze ganz laut, holt mir den Löwen. Ja, bringt mir den Löwen. Und ich finde... Das passt so zu Khaledi. Ich habe Khaledi mal am Boxsack gesehen. Vor kurzem in unseren Videos war das drin. Und ich weiß ganz genau, wie er sich immer aufregt, wenn er diese Reactions von mir zugeschickt bekommt und das sieht. Ja,
geil, ich mag's, Digga. Ich weiß nicht, er unterhält mich. Und Leute, merkt euch bitte eine Sache. Egal welcher TikToker es ist, egal welcher YouTuber es ist, wenn jemand mich beleidigt, ich gebe da gar keinen Wert drauf. Wisst ihr warum? Weil denen ihre Wörter, denen ihre Beleidigungen haben meiner Meinung nach kein Gewicht. Was würde mir das bringen, wenn ich diese Leute jetzt hier sitze und einfach nur beleidige? Was habe ich davon? Ich kenne diese Leute doch gar nicht. Wenn mich eine Person, die ich gut kenne, mit der ich wirklich was am Hut habe und mich beleidigt, das würde mich verletzen. Da würde ich, Bruder, der Sache hinterhergehen. Da würde ich reagieren. Aber Bruder, das sind so Sachen, ich lach darüber und ich gebe keinen Wert drauf. Und keiner soll uns sagen, warum reagierst du da drauf, dies und das und jenes und hast du nicht gesehen. Bro, wir sind sowas wie die Medien. Die Medien, was zeigen denn die Medien alles? Auf was reagieren die Medien? Und wir sind nicht anders, Digga. Wir haben einfach nur Unterhaltung, wir haben Spaß. Und wenn es Skandale gibt, mal, dann sind wir auch dabei. Also soll uns keiner irgendein Bullshit hier erzählen, Mann. Aber naja, wir machen weiter. Wenn Rambo Kher machen möchte, jetzt kommen wir zu einem Streit zwischen zwei oder drei Mädels. Bitte, wir haben einmal die Obsthändlerin, die auf dem Flohmarkt, ihr wisst, Obst verkauft und schreit 1 Euro, 1 Euro, das ist diese Bayern. Dann kommt Juju rein und Bayern und Juju haben Stress mit einer, wie heißt sie, Faula oder keine Ahnung, ich kann den Namen nicht lesen. Naja, wir genießen die Show. Let's go, no window. Ich hab's mir noch nicht selbst angeguckt, aber soweit ich weiß, eskaliert's hier sehr, sehr krass. Schnell, du Scheiß, du wirst mir doch die Meinung sagen. Komm, du wirst mich doch fertig machen mit deiner Jojo. Komm, mach mich fertig. Keiner von euch kann mir das Wasser reichen. Keiner von euch. Du kennst mich gar nicht, du kennst mich gar nicht und beleidigst mich. Beleidigst meine Mutter, beleidigst mich, obwohl ich dich gar nicht beleidigt habe. Also lass mich keine Scheiße, Mädchen. Nein, Du vor allem, Mädchen. Du kennst mich. Lecki, eine Magie habe ich wirklich, ihr Helwe, okay? Danke, Lecki. Ja, sag ich dir zum 100. Mal, ja? Guck mal, wie sie. Mein Trick brauchst du mir nicht. Danke, bist du hier im Sahle, wenn ich Durchfall habe auch. Weißt du? Danke, bist du an dem Sahle. Ja, Lecki, ich sag dir eine Sache. Ich hab wenigstens Respekt vor deiner Mutter. Und das Einzige, was mir leid tut, sind eure Eltern. Das ist das Einzige. Zieh nicht Eltern mit rein. Zieh nicht Eltern mit rein. Deine Mutter, willst du mich verarschen? Zieh nicht Eltern mit rein. Rede über deine Mutter. Mädchen, Jojo, sei leise. Rede nicht über ihre Mutter. Leite die Mutter daraus. Ich schwöre, die geht die ganze Zeit auf ihre Mutter, Eltern an und jetzt sagt sie, sie beleidigt mich mal, sie sagt, guck mal, ich zieh nicht mal eure Eltern mit rein und dann geht's los. Ich schwöre, halt die Eltern da raus, ich schwöre, ich sag's dir. Halt auf! Ja, halt die Mutter beleidigt. Raus! Hat sie meine Mutter beleidigt? Ja oder nein? Ich schwöre auf Russen, ich hab das nicht mitbekommen. Sei doch mal irgendwas, ich hab Mutter gesagt zu meiner Mutter, als ich ihr zugehört habe. Sei doch leise, rede doch nicht so. Jojo, mach dir deinen auf! Nein, deine Mutter nicht! Ich beleidige eure Eltern nicht! Ihr beleidigt meine Mutter! Ich hab deine Mutter nicht beleidigt! Nein, ich hab deine Mutter nicht beleidigt! Ich schwöre bei Allah, ich hab deine Mutter nicht beleidigt! Bruder, was geht da ab? Warum macht sowas so Spaß zu gucken, Alter? Es ist so geil, mal selbst nicht so was zu drehen, sondern selbst mal zu sitzen und das einfach mal so anzugucken. Es macht Spaß. Egal wie viel Kopfschmerzen und anstrengend das ist, es macht Spaß zu gucken, Digga. Ja, und der Einzige, der hier gerade auch Geld macht und Fitner macht, ist Rambo. Ja, ich hab deine Mutter nicht beleidigt. Mauro, ich habe deine Mutter nicht beleidigt. Ich will mich fertig machen. Guck mal, ich hab deine Mutter nicht beleidigt. Ich würde niemals von irgendjemandem die Mutter beleidigen. Ich würde niemals von jemandem die Mutter beleidigen. Das ist nicht meine Art. Okay? Ja, meine Art auch nicht. Und ich habe bis jetzt noch nicht ihre Mutter beleidigt. Sag du mir, warum hast du Streit mit Bayern? Warum gehst du so ab? Sag mal. Was? Warum gehe ich? Also, du warst überall auf der Leke, Familie. Leke, smile, Juju, smile. Allah Shahid. Und Allah weiß alles, ne? Gott weiß alles. Gott sieht alles. Okay. Ich war in ihrem Chat.
Random. Ich hatte Diskussion mit meinen Moodies. Dann bin ich in einer Diskussion in meinem Chat. So, paar Tage später war ich, subhanallah, war ich in ihrem Stream und sie war in dem Moment am Beleidigen von Müttern. Dann habe ich meinen Moody drin gesehen. Ich habe den nur markiert und er ist hier drin. Er kann es bezeugen. Habe ich ihm... Oh, ich muss diese Dinge ausmachen. Er kann es... Ich muss das ausmachen, wartet kurz. Er kann es bezeugen. Bayern ist gesperrt. Ja, zu Recht. Guck mal, Talai. Ich sag dir eins. Nein, Jojo, du bist nicht gesperrt. Warte, ich will das jetzt. Du bist jetzt leise. So, Bayern, Jojo, ich lass sie reden, lass sie reden. Ich will sie noch hören. Ich bin in ihrem Livestream gewesen, mein Moderator war da drin. So, bleib ruhig, mein Account ist weg. Ich habe den markiert und habe geschrieben. Bei Allah, ich habe geschrieben, mein Stream kritisierst du wegen Humor, aus Spaß. Weißt du was? Wo keine Mutter beleidigt werden, auf einmal fangt sie an, mich einfach so wie auf dem Netz zu stummen, um meine Mutter zu beleidigen, meine Geschwister, mich, von oben bis unten. Ich habe sie nicht mal beleidigt, gar nichts. Was geht ab? Sie ist auf stumm. Ich hab weißt sie du warum? Bayern, weißt du warum? Sag dir auf diese schlechte Energie. Ich sag dir, sag dir doch. Du bist richtig eklig. Ihr seid genauso eklige Menschen. Ich bin bukra rah yirja hisabi. Bas ana bint ليش حذرتك وسبيتك؟ لأنك غلطتي علي بالكومنتات لو ما غلطتي علي ما كنت شايفتيني كريزي هلا ماني سامعتك ولا بدي احكي معك باي الله باي war immer respektvoll. Ich weiß nicht warum du gegen sie sch- Oh mein Gott, mein Kopf. Also es macht schon Spaß, aber nur eine gewisse Zeit. Ja, nicht zu lange, weil das ist schon anstrengend, Bruder. Oh mein Gott, war das anstrengend für meinen Kopf. Ich würde auch sagen, wir beenden unseren Clip oder unser Video mit einem, also unser Video beendet einen Clip, würde ich sagen, ja. Bevor unser Clip kommt, verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Und das Ganze gerade hat mich nur an eine Sache erinnert. Ich habe im Live meinen Arsch gezeigt, in Tanga. Nach meinem Vater stand hinter mir wie ein Löwe. Ich bin raus.